Das ist ein guter Apple-Tipp, den ich geben kann. Wenn ihr hier, nachdem ihr Betriebssysteme ein Clean Install macht auf so einem Rechner, dann ist es meistens so, dass ihr dann auf einmal Johns MacBook oder euer MacBook, da habt ihr dann den gleichen Eintrag zweimal drin. Wenn ihr dann das Betriebssystem nochmal installiert, nochmal Clean Install und nochmal ein Backup importiert von der Time Machine, dann habt ihr vielleicht sogar drei Einträge drin. Wenn das viermal ein Clean Install macht, um ein Backup Restore durchzutesten, dann habt ihr wahrscheinlich vier Einträge drin. Was macht ihr dann, wenn ihr seht, ihr habt da doppelte und dreifach und vierfach Einträge drin? Dann macht ihr Folgendes: Ihr wählt eines der Geräte und werdet auf einem der Geräte ändert ihr euer iCloud-Passwort. Also auf dem iPad zum Beispiel ändert ihr dann euer iCloud-Passwort und dann sagt ihr, beim Ändern des Passwortes auf dem iPad ist wichtig, dass ihr dann sagt, Logout on all devices. Ne? Nachdem ihr das Passwort geändert habt, wird sozusagen alle anderen Devices werden rausgeschmissen. Da kommt dann die Meldung, ihr müsst dann auf allen Geräten das nochmal neu eingeben, das paar neue iCloud-Passwort und verifizieren mit den Codes, die euch dazu geschickt werden. Wenn ihr das gemacht habt, auf einem Gerät anfangt und wie gesagt, ganz wichtig, Logout all other devices und euch dann wieder auf den anderen Devices wieder einloggt mit dem neuen iCloud-Passwort, dann seid ihr diese doppelten, dreifach, vierfach Einträge drin, die ihr vielleicht drin habt, wenn ihr auf dem MacBook ein Clean Install macht, ein frisches System installiert, aus welchen Gründen auch immer. Und da ein Backup importiert, ein Restore macht, Migration oder was auch immer, dann ist es meistens so, dass ihr da doppelt, dreifach, vierfach Einträge drin habt. Jetzt habe ich euch einen guten Tipp genannt, wie ihr das macht. Also nicht das Ausloggen und Einloggen ist es nicht. Es ist, wie gesagt, auf einem der Geräte ändert ihr das iCloud-Passwort und beim Ändern des Passwortes ganz wichtig angeben, Logout all other devices. Ne? Nur so funktioniert das, dann seid ihr den Bug schon mal los.